Video 55, Level 15, Frisia Gas Mine. Wir haben den blauen Schlüssel, brauchen noch den gelben und den roten. Und dann kommen wir schon ins nächste Level. Viele gibt es nicht mehr. Gar nicht. Es gibt noch das 16., das 17., das 18., das 19. und das 20. Und ein Secret Level, was es im 16. zu finden gibt. Das ist also schon noch ein bisschen. Wo muss ich jetzt hin? Kann mir das einer sagen? Da unten ist eine blaue Tür. Dann nutzen wir doch einfach mal diese hier. Erst einmal. Und sehen, wo die uns hinführen mag. Ah, in das Verderben. Danke. Wie soll man das denn ahnen vorher? Okay, kann ich irgendwie dem so begegnen? Ja, das. Wenn man das weiß, dann kann man das schon. Aber man muss halt wissen, dass da jemand wartet. Das kann man ja nicht zwingend gleich wissen. Meine Nase juckt. Warum juckt die jetzt? Habe ich irgendwas vergessen? Ist das nicht irgendwo in Japan so, wenn man was vergessen hat, dann juckt die Nase? Ist das 3? Ich glaube, das war 3 jetzt. Oder wenn man niesen muss, dann denkt man an jemanden. Oder dann denkt gerade jemand an einen. Und so rum. Aber das sind auch nur Legenden. Unbestätigte. Und ich fliege falsch rum, ich weiß schon. Normalerweise ist das kein Bodenlicht, sondern Deckenlicht. Hauptsache Licht. Oh, jetzt gibt es echt wieder mehr unsichtbare Gegner. Hätte ich es bloß nicht beschrieben im letzten Video. Okay, andere. Andere Dinger, genau. Andere Raketen. Den kann ich schon treffen, oder? Nicht ganz. Hallo, wo sind sie denn gerade hin? Da war doch gerade noch einer. Erstmal ordentlich Energy gelassen. Gut, der ist jetzt nicht der stärkste gewesen. Da ich gerade das Energy Center gefunden hatte im letzten Video, muss ich jetzt nicht so sehr der Energy nachweinen. Die kann ich gerade einfach wieder neu aufladen, wenn ich Bock habe. Irgendwas sterben hier. Ist ein Spawner angegangen oder warum tummeln da so viele? Boah, ein Riesenvieh. Igitt, igitt. Soll ich mal vielleicht ein bisschen Rakete einsetzen? Hm? Warum der nicht so gut sieht? Hehehe. 10 ist das A und O in einem Krieg. Nur die wenigsten können sich auf ihre andere Sinne so gut verlassen wie auf ihre Sehfähigkeit. Das wird man dann nämlich auch sehen, wenn wir es nicht mehr gehen. Den noch, den Kollegen, den Gang, der überhaupt nicht sympathisch ist. Aber er ist schon weit weg. So mag ich ihn am liebsten. Au, da ist noch einer gewesen. Konnte man ja nicht ahnen. Oh, dieser mit seiner Gauss. Gefällt mir nicht. Ei, der Gauss. Habe ich ihn erwischt? Das sah schön aus, aber ich glaube, das hat nicht ganz gepasst. Er lebt nämlich noch. Scheißdreck. Gut, ich stelle mich gerade nicht so gut an, aber ich würde fast sagen, eine Mercury wäre hier sehr geil, wenn ich ihn damit erwischen würde. Ich treffe bestimmt die Wand. Wacke nicht so, Schiff. Ich habe ihn erwischt. Da bin ich mir fast sicher, aber es hat ihn nicht gekillt. Das ist das Doofe an der Geschichte. Ich treffe ihn nicht. Ich kann zu schlecht zielen mit den dünnen Raketen da. Schnell und dünn sind sie aber sonst. Da müsste man echt mal eine Smart reinschicken und darauf habe ich keine Lust. Da nehme ich wieder so einen. Ja, das war auch nicht die klügste Idee, so nah die abzufeuern. Und das war noch eine Mercury. Oh, eine Phönix, das wäre auch eine Idee. Falls das funktioniert. Irgendwie treffe ich nicht. Die treffen ganz woanders hin. Ja, geil. Und ich habe keine Energie mehr. Boah, schluckt die viel. Zeug. Aber war eine nette Idee, finde ich. Es hat nur nicht so funktioniert, wie ich mir das erhofft habe.
So, dann addieren die und dann speichern wir mal und dann zack. War das Fadenkreuz schon immer so? Egal, ich habe ihn getroffen. Jetzt kommt er gleich wieder, das kennen wir doch. Er steht in der Tür, er ist bereit zu allem. Abhauen oder angreifen. Oder einfach mal sterben. Puh, sowas mag ich ja nicht. Leute mit Gauss. Wenn ich Gauss habe, ist okay, aber andere, das ist... nee, muss nicht sein. Nee. Dann sind da Homings. Die ich, ach was, ich hab schon 20? Ich benutze doch dauernd Raketen hier ohne Ende und trotzdem habe ich noch genug. Es gibt einfach zu viele. Schon wieder irgend sowas. Am Angreifen hier. Wo? Ich will nur kurz wissen, wo, dann kann ich neu laden. Aha, da unten. Wieder so ein gelber Fatzke. Ach, da lebt immer noch einer. Sterben Sie bitte einfach mal. Ist das wieder ein anderer jetzt? Dass der mir wieder Schaden angetrichtert hat. Aha, ein Spawner. Vielleicht ist der ein bisschen an der Schuld beteiligt. Bestimmt. Dann machen wir einen neuen Start. 15, 8. Es ist ja so das System bei mir. Pro Video am besten einen Schlüssel, dann komme ich gut voran. Und am Ende der Reaktor ist quasi ein Schlüssel. Dann kommen hier auch immer so 3 bis 4 Videos pro Level. Das ist dann mein Schnitt, mit dem ich ganz zufrieden bin. Dann werden die Videos auch nicht zu lange, normalerweise. Das ist gut. Da ist noch eine blaue Tür. Aha. War also wirklich eine Verbindung da zwischen der einen und der anderen blauen Tür. Jetzt die Frage, was ist mit dieser Tür? Oh, das Exit ist das. Das Exit. Hinter der blauen Tür. Hinter eines Baumes Rinde. Lebt die Made mit dem Kinde. Sie ist Witwe, denn der Gatte, den sie hatte, fiel vom Blatte. Diente so auf diese Weise eine Ameise als Speise. Eines Morgens sprach die Made: Liebes Kind, ich sehe gerade, drüben gibt es frischen Kohl, den ich hol, so lebt denn wohl. Halt noch eins. Geh nicht aus. Und hier hänge ich am Gedicht. Denk an Papa. Sprach sie und entwisch. Made Junior aber schlich hinterdrein und das war schlecht. Schon kam ein bunter Specht und der gelbe Schlüssel ist da. Und verschlang die kleine fade Made ohne Gnade. Schade. Hinter eines Baumes Rinde ruft die Made nach dem Kinde. Puh, ein langes Gedicht. Aber ich habe es noch zu 95% im Kopf gehabt. Ich habe auch nichts abgelesen. Sonst hätte ich nicht spielen können. Ich kann ja nicht spielen und gleichzeitig lesen. Ach, das ist nachsynchronisiert. Nee, das ist nicht. Ich hatte gerade die Illusion, dass hier die Wände enger werden. Aber die sind einfach schon so eng. Hilfe, die Wände kommen immer näher. Nur hier raus. Gelbe, nicht gelbe. Passanten, was ist da links noch? Da geht's vielleicht zu den Passanten, genau. Zu den Gefangenen. Zu den gefangenen Passanten. Zu den Zivilisten in Uniform. Retten wir die Zivilisten in Uniform. Die wollten nur ihrem Land dienen. Gegen Marcel Travis. Dem Deserteur. Hier ist ja sonst nichts weiter. Weiter, gehen wir weiter. Wenn irgendwo mal der Flash wäre, könnten wir auch wissen, wo es hingeht. Also auf die andere gelbe Schlüssel habe ich ja jetzt inzwischen, dann kann ich da sogar durch. Ich habe 200 Shield und noch genug Energy. Jo. Was sagt man dazu? Einfach ist das. Moment, hier war der gelbe, ja? Dann geht's hier gar nicht weiter. Und was ist das für eine Tür da noch? Genau da, wo man nicht hinkommt. Hm.
Auf jeden Fall geht es hier nicht weiter. Da war eben hier noch eine andere Tür. Hier. Meint er die? Wir gehen da jetzt einfach mal weiter. Er wird schon wissen, wie es weitergeht. Oh, hallo. Führe mich erstmal zum Gegner und warne mich nicht vor. Gute Idee. A good idea. Habe ich einen getroffen? Ja, aber ich wurde auch getroffen. Der lebt noch. Warum lebt er so lange? Shield. Und wieder diese durchaus nett anzusehenden Wandgrafiken. Ein Spawner. Schön. Ist das nicht? Gar nicht schön. Wenn ich jetzt hier durchgehe, komme ich doch irgendwo hin, wo ich schon mal war. Zumindest ansatzweise. Wir gucken mal, was da ist. Das sieht komisch aus, das Gelb. Ich mache mal einen neuen Stand. Ich habe so das Gefühl, dass der Spawner gleich irgendwie hinter mir angeht. Da wurde ich schon getroffen. Von hinten. Wer hatte denn da gerade recht? Wer hatte denn da gerade recht? Oh, jetzt geht er schon an. Das ist aber... Das habe ich nicht gemerkt. Dass der so früh schon an ist. Wieso schießt du denn schon? Du hast noch gar nicht materialisiert. Du auch nicht. Da jetzt mal Ruhe. Oh, da ist noch einer. Noch einer. Immer noch einer. Jetzt ist Ruhe. 199 Schild. Ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber ich gehe immer gestärkt aus solchen Kämpfen hinaus. Heraus. Und speichere jetzt mal hier. Eider daus. Können wir jetzt in Ruhe weiter? Ohne, dass da gleich wieder was abgeht. Tja, von wegen. Müssen wir uns erstmal drum kümmern. Jetzt stellt euch mal vor, ich würde auf Insane spielen. Da könnte ich ja nie weitergehen in Ruhe. Weil der Spawner immer weitergeht. Finde ich eine dumme Idee von den Entwicklern. Das ist halt echt insane. Das gehört sich nicht. Aber so stark sind wir jetzt auch nicht hier. Your shield is max out. Your shield. Ja, krass. Wo ging es jetzt weiter? Inzwischen habe ich die Orientierung verloren. Da oben, durch die gelbe, genau. Ey, es geht immer noch weiter, dieser dumme Spawner. Das müsste aber jetzt das letzte Mal gewesen sein. Mehr als dreimal geht normalerweise nicht. Lebt noch. Ich dachte aber nicht, hier gibt es genug Shield. Boah, wie viel Shield hat er mir abgenommen? 50 Punkte, das geht aber echt nicht. Das ist übertrieben. Wer nimmt denn mit einem einzelnen Angriff 50 Shield weg? Vor allem nehme ich jetzt Shield-Punkte auf und verliere dadurch welche. Weil ich ja 6 oder 9 Punkte kriege durch so ein blaues Teil. Wir haben aber nur so 2-3 vielleicht gefehlt gerade. Hm. Der Rest ist dann für die Katz. Machen wir einen neuen Stand. Und jetzt ist Ruhe. Dankeschön. Hier haben wir einen Konverter. Noch mehr Shield, das wir nicht aufsammeln können. Noch mehr Shield, was wir nicht aufsammeln können. Daneben. Und tot. Bin ich gut geworden in diesem Spiel. Lohnt sich nur kaum noch, weil das Spiel fast vorbei ist. Ich wollte eigentlich zurück, aber irgendwie... Oder geht's rechts lang? War das ein Geheimnis? Da. Irgendwas war da. Bestimmt was voll Tolles. Hoch, 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 hoch. Gleich muss ich Gauss einsetzen. Geil. Vielleicht hätte ich doch die gelbe Tür offen halten sollen. Gelbe Tür, wo bist du? Bist du eine gelbe Tür? Von der einen Seite ja. Aber man kann ihn auch einfach da so herlocken. Das geht genauso gut, wie man sieht, was zu beweisen war.
abspeichern. Ich glaube, das ist dann Marker 4 inzwischen. Ist es das? Offenbar ja. Denn ein bisschen Gauss für den kleinen Fatzke. Bevor die Energy noch leer geht. Schon wieder eine Viertelstunde gespielt. Was ist. Habe ich den gelben Schlüssel nicht erst hier geholt? Hier bin ich schon gut weitergekommen. Ich komme schon schnell durch. Dann wird das bestimmt nur ein drittes Video noch brauchen. Hilfe! Noch ein drittes Video für den Rest des Levels. Huch, der ist unsichtbar. Zu spät gemerkt. Wieder zu spät gemerkt, aber jetzt ist okay. Zwei Schadenspunkte sind in Ordnung. Kurz mal kratzen. Bam. Was haben wir denn hier? Einen versteckten roten. Und, oh, der rote Schlüssel und die Gefangenen. Ich habe jetzt nur mit den Gefangenen gerechnet. Irgendwas schießt da. Irgendein schwacher Unterklasse-Roboter. Wo ist er hin? Der müsste eigentlich jetzt noch leben. Da ist er hinter mir. Das wär's hier. Ist aber eng hier mal wieder. Der muss doch irgendwo noch sein jetzt. Der ist da irgendwo abgehauen. Und ich brauche irgendwo noch. Noch ein Schalter, damit ich zum roten Schlüssel komme. So komme ich gerade nicht hin. Bam. Und zu den Gefangenen weiß ich gerade auch noch nicht. Es gibt bestimmt irgendwelche geheimen Wege hier. Ah ja, sehe nichts. Das ist nicht so gut gelaufen. Aber ich habe doch geil, jetzt nur ein Spiel halt. Wie sich die Schwachen opfern für die Starken. Und die Starken nur 300 Punkte geben. Und die, naja, wie gesagt. Hoch. Ist jemand irgendwie nah rangekommen? Unerwartet. So, soll ich jetzt? Sah eventuell auch nur so aus mit den Punkten, weil das addiert wurde, während das noch auf der Anzeige war. Ach, den mag ich nicht. Genau ihn will ich nämlich so erwischen. Der mich nicht nervt. Da ist er so schnell gewesen. Hm? Ah, da ist ein Schalter übrigens. Ich habe einen Schalter gefunden. Moment, wo geht's jetzt hier raus? Ich muss mich irgendwo hinstellen, wo man mich nicht dauernd gleich sieht. Hallo. Hier. Das war gut. Das war großartig. Großartig. Ich bin so klug, ich bin so intelligent. Man glaubt es gar nicht. So, ich stelle mich jetzt hier hin und muss erstmal Auge jucken, kratzen, weil es juckt. Und dann müsste es doch hier eigentlich. Nee, das war die falsche Richtung. So. Oh, ich bin gegen die Absperrung gedotzt. Auch nicht so klug. Habe ich jetzt gespeichert versehentlich? Scheiße. Naja, 3 Schadenspunkte. Kriege ich gleich wieder. Kann ich jetzt hier in Ruhe den Deppen da mal killen, der mich dauernd mit Flashs blenden möchte? Ruhe! Du nervst, du dummes Ding. Schnell, ich muss schnell sein. Ah, er ist tot. Ruhe ist im Kapuff hier. Das nervt aber wirklich, so ein Typ. So, ich bleib am besten einfach bei der Gauss. Da fühle ich mich am sichersten. Irgendwas ist hier blitzend, Blitzlichtgewitter. Kann ich erstmal den Schalter betätigen? Dann kann ich nämlich den roten Schlüssel nehmen. Wie erwartet. Und dann noch Gefangene irgendwie befreien. Beim nächsten Mal machen wir dann das Level zu Ende. Bis dahin. Ciao, ciao.